Hallo, Familie Poleski ist hier bei dem Targobank Kids Award. Wir freuen uns, hier sein zu können, um meine Kollegen, weil ich hier arbeite, auch mal privat kennenzulernen mit den Familien. Und finden die Atmosphäre ganz toll und freuen uns jetzt mit unseren Kindern, Oskar und Rasmus, hier mit dem Go-Kart anfangen zu können. Auch für die anderen Kinder ist die Go-Kart-Bahn in der Tiefgarage etwas ganz Besonderes. Eine Attraktion, die man sonst nur von Indoor-Spielplätzen kennt, steht plötzlich in der Tiefgarage auf der Arbeit der Eltern. Dort, wo sonst parkende Autos auf den Feierabend warten, toben sich nun Kinder in Wettrennen mit den kleinen Fahrzeugen aus. Also das hat ja schon mal richtig Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir zur Kuscheltierklinik. Die Kuscheltierklinik ist das liebste Highlight für den Veranstalter, aber auch für die Kinder, die dort ihre kranken Kuscheltiere zur Untersuchung bringen können. Die ehrenamtlichen Helfer des Maltesers nehmen sich den kleinen Tierchen an und kümmern sich wie echte Ärzte um Bauchschmerzen, Wunden und Co. Die Tiere werden sogar zum Röntgen geschickt, damit andere Krankheiten ausgeschlossen werden können. In der anliegenden Apotheke gibt es Medikamente, damit es den Kuscheltieren der Kinder auch schnell wieder besser geht. So, unsere Kuscheltiere sind jetzt versorgt. Auf geht's zu der nächsten Attraktion, dem Lebkuchenhaus basteln. Lebkuchen darf in der Weihnachtszeit natürlich nicht fehlen. So können die Kinder in der Lebkuchenwerkstatt ihre eigenen Lebkuchen mit Glasuren, Streuseln und anderen Leckereien dekorieren und sie entweder vor Ort essen oder mit nach Hause nehmen. Ein Spaß, den auch die Eltern der Kinder gerne mitmachen. Die Hände sind klebrig, die Lebkuchen geschmückt. Jetzt gehen wir zur Carrera-Bahn ein bisschen toben. Bei der Carrera-Bahn liefern sich die Kinder spannende Rennen. Ihre kleinen Autos flitzen in der aufgebauten Bahn um die Wette und einige feuern dabei an, wie beim echten Rennsport auf dem Nürburgring. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Ich glaube, dass es in der Welt, wo die eben zunehmend digitaler wird, auch unbedingt Momente braucht, wo es mal herzlich zugeht. Und uns ist ganz wichtig, hier ein herzliches Event zu haben. Und 900 Gäste, die sich für heute angemeldet haben, sehen das offensichtlich genauso. Die Idee war irgendwann mal für die Mitarbeiter auch was zu machen. Die arbeiten das ganze Jahr hier und auch mal die Familien zu integrieren. Und deswegen kam die Idee, wir laden die Mitarbeiter mit ihren Kindern und Familien hierhin ein. Das fing mal relativ klein an und wurde dann immer größer. Ganz am Anfang durften auch mal die Arbeitsplätze mitbesucht werden. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Aber so ist eben die Möglichkeit für die Kinder mal zu sehen, da arbeiten Mama und Papa. Die meisten sagen, toll, da möchte ich auch arbeiten. Ich möchte immer einen Orient Express in einer Tiefgarage stehen haben. Und so bekommt ihr einfach einen Eindruck davon. Und die Mitarbeiter lernen sich auch ganz anders kennen, ne, untereinander. Mal die Kinder zu sehen, ein anderes Wort zu sprechen als nur im Büro. Bereits um 12 Uhr waren 500 Waffeln verzehrt. Und man blickt zuversichtlich auf das nächste Jahr, wo hoffentlich wieder 650 begeisterte Gesichter bei diesem Event zu finden sein werden.